als Produzent und Musiker ist der Berührungspunkt mit Video, wo dann auch die Zusammenarbeit mit Video spannend wird, eigentlich eine reine Präsentationsformgeschichte. Wenn ich zum Beispiel in einem Club ein Konzert mache, dann finde ich die Interaktion zwischen Video und Musik, die stattfinden kann, in einer Art Weiterentwicklung vom ursprünglichen Musikvideoclip à la MTV oder Viva, eine Möglichkeit, wie man das Audiomaterial und die Idee, die man mit dem Audiomaterial verbindet, dem Besucher im Club eigentlich nochmal eine Stufe näher bringen kann. You think you're sick like John is, creating bonds that split like space time shifts. You need proof you could be better on the rise. Sit my lap when I'm supposed to shake as your punchlines hit. Me and Paul rock like no others. Cats get cool with the crew, they can't fudge us. Money can't budge us, or make people not love us. It's you who look stupid when you thought you couldn't trust us. I'm an auditory healer, plus a realist that can't feel ya. Genetically dominant illa, only criticizing my own joints. Anything other than that is hating. You know cats like that, I do they claim nice with the same mic I rock with. They shame twice as many times as a regular whack MC. Most kids know the whack and the rest don't wanna be. In Bezug auf Video und Scape, also alle unsere Release und auch bei den Präsentationen, finde ich das schon extrem wichtig und würde da auch gerne sehr stark in diese Richtung noch weiterarbeiten, dass bei den Künstlern und auch bei den Scape-Label-Nächten noch mehr Videopräsentationen auch dabei sind. You can't rub sticks together, make a beat come about. Analyze your true role in the hip-hop scheme. Are you the liver or the chaser of a dream? Voice another truth, probably need to know who you are before assuming the mentality of how you think a star would act. Putting people in the place I got a gift for. Fake kids burn like you, I don't got shit for. Send these words of wisdom that I spit through mics. For example, on your whole stage you need a handle. No, you won't listen and will never agree. Even when nobody rocks the mic, they checking for me. Everything that exists has a piece of me in it and a piece of you, but you only serve the beast in you. That's why I'm treating you like I'm not seeking you. You're not as live as a thick hive of bees to shoot. Nobody's needing you, it's surprising you please a few. Run, put things in perspective like how the D's would do. This is my addition to cultures that listen. Putting my message in a bottle for your thoughts that's swimming. I am this like the Kremlin rock through all conditions. Your mind's an extension of one eternal invention. Right or wrong is a choice we make. Being true or being false is a risk we take. A lot of people wonder why I ban whack heads. Well, mics, I try to give them some direction before they ruin a life. I'm on yo. I write rhymes that define dope. Won't we track lines to blow and make minds grow. Don't keep tape decks, everyone slow. Vibrate the glow, spread love at all shows. Make sure you all know what it is. With no doubt, don't go before the outcome or the outcome. Auf Festivals wird sehr, sehr oft einfach so ein 0815-Videoprogramm gefahren. Es gibt auf jeden Fall immer ein Video, aber es gibt auch immer Live-Visuals sozusagen, aber es gibt keine Korrespondenz zwischen der Musik und dem Videomenschen, der das dann in dem Fall macht. Oft laufen irgendwelche 70er-Jahre beflussten psychedelischen Farbspiele im Hintergrund oder irgendwie sowas in der Richtung. Wenn man im Ausland sowas machen will oder generell auf Festivals, das gilt hier in Deutschland genauso auf Festivals eigentlich, dann muss man wirklich seine eigenen Leute mitbringen. Ich sehe schon, dass gerade bei solchen Festivalgeschichten und auch in einigen Clubs Video immer noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. So, das ist ein netter Nebeneffekt, das flackert halt schön, ist bunt, aber ob das jetzt das Bild ist oder das, spielt ja keine Rolle. Und ich neige halt dann dazu, einfach zu sagen, okay, dann macht das Ding lieber ganz aus. Parental advisory was the only advice to me until they let me stay like Terrence Trent. Who cares where their parents went? Now you know it if you didn't. It's likely you remember seeing us dipping feet and now we ride the beat like. Don't let your hopes get blown away. Not even if a clone race took a throne today. Saw my shirt in East Bay, my dude jacked my East Pack. For a moment I thought status as the man was banned, but it was part of the plan to bring the beat back. Rejuvenate, resuscitate as I use crusty crates to formulate sound waves that make. Now there's no safe place you can find to escape. As I look into your eyes, I don't know what to think. Maybe you wanted your reality coming to the brink of chaotic, melodic, functions divided. Good can't stop, but the bad's multiplying. Nothing to see here. You should keep it moving, it's better at the horizon. So bounce or be square, the desolate frontier persists. You wanna see a change in your lifetime, come with us. If you wanna see a change in your lifetime, come with us.
wenn man sich jetzt überlegt, welche Wirkung das im Club haben kann, kann man das dann auch wiederum auf eine DVD oder auf ein Videoformat bringen und dem Betrachter oder dem Besucher im Club anschließend auch wieder mit nach Hause bringen. Das ist ein gegenseitiges sich ergänzen. Das ist ein mutuales System sozusagen. Desolate frontier persists if you wanna see a change in your lifetime, come with us. Desolate frontier persists if you wanna see a change in your lifetime, come with us. If you wanna see a change in your lifetime, come with us.